Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Oh, Moment, bevor ich eine Sache vergesse, mache ich nochmal ganz kurz mein Handy auf lautlos. So, und dann können wir auch loslegen. Wir sind exakt an derselbigen Stelle, die wir vom letzten Mal kennen. Die Stelle, bei der ich beim letzten Mal ein wenig geragequittet habe. Naja, so war das. Und wir sind immer noch auf dem Weg zu... versuchen, nach hochzukommen. Das sieht besser aus. Ja. Ah, fuck. Da unten hätten wir gemusst, glaube ich. Ja. Na komm. Das sieht gut aus. Oh, wow. Verdammt. Okay. Aber das ist ja die Stelle, bei der ich beim letzten Mal auch aufgehört hatte. Und wir machen einfach straight weiter. Weil ich mir gedacht habe, ich habe beim letzten Mal noch nicht lang genug gelitten, als dass ich jetzt aufhören könnte. Nein, ich wollte natürlich nichts vorspielen oder ähnliches. Verdammt. Nochmal. Ja. Ich wollte natürlich nichts vorspielen und ich bin auch jetzt schon wesentlich... weniger angepisst, selbst bei solchen Passagen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, dass wir diese Stelle, wenn es geht, denn jetzt mal abschließen. Also ich hoffe zumindest, dass wir das schaffen. Yes! Oder auch nicht. Kann ich mal eben... Da oben müssen wir hin. Weil da unten kommen wir dann nicht weiter. Daher gehe ich davon aus, dass wir da oben weiterkommen. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich habe mich, wie gesagt, auch nicht schlauer gemacht oder irgendwas. Das ist jetzt diesmal alles so blind. Ich hoffe auch, der Sound ist jetzt besser. Und dass die Leute jetzt sich nicht abschrecken lassen von meinem ursprünglichen Tweet. Und zwar war das halt eigentlich ein bisschen anders geplant für den heutigen Tag. Und da ich, was Ori angeht, ein wenig faul war. Verdammt. Und nicht... nochmal neu aufgenommen habe letzte Woche, sind wir jetzt quasi erstmal wieder aktuell und da sah es für mich eigentlich so aus, im Ursprungsplan, dass ich es nicht schaffen würde, rechtzeitig eine Folge vorzuproduzieren. Dass sich das dann letztlich doch ergeben hat, ist natürlich schön. Oh, eine Energiezelle. Du hast eine Energiezelle gefunden, jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und ein Spiel speichern kannst. Schön zu wissen, gut zu wissen. Das war alles, was hier oben drin war. Dann müssen wir doch unten eine Möglichkeit haben, weiterzukommen. Also gehen wir nochmal runter. Na, das hat ja gut funktioniert. Jetzt haben wir natürlich auch die Seelenverbindung nicht mehr von eben. Egal. Verdammt, der ist noch nicht gespawnt, ne? Ich muss erstmal gucken, dass der Gegner da wieder spawnt. Also gehen wir hier nochmal hoch und wieder runter. In der Hoffnung, dass er dann jetzt gleich mal wieder auftaucht. Ah ne, war das... Ist nicht hier? Okay. Okay, das war offenbar gar nicht hier. Habe ich das falsch im Kopf? Na, das geht da hinten los. Ich bin gespannt, ob wir denn diesmal großartig Fortschritte machen. Ah ja. So, da sind wir. Du hast eine Fähigkeitenzelle gefunden. Jetzt hältst du einen weiteren Fähigkeitenpunkt. Rufe deinen Fähigkeitsbaum auf, um deine Fähigkeitspunkte zu nutzen.
Da muss ich mal peilen, wo war der? Da war er nicht. Ach so, dafür müssen wir einen Speicherpunkt theoretisch haben. Okay, aber da geht's auch nicht weiter. Ah ja, und letztes Mal habe ich dann letztlich gesagt, dann lassen wir es doch einfach. Ich erinnere mich. Wegen diesem Fähigkeitenpunkt brauchen wir das nicht. Das hatte ich gesagt. Aua. Das hat nicht so ganz so funktioniert, wie ich gehofft habe. Na gut, egal. Oh, wow. Fuck. Wow. Das war heftig knapp, aber wir haben es geschafft. Speichern und wir gucken mal, was wir Neues skillen können. Wir könnten Zunderflamme erhöht den durch die Geisterflamme verursachten Schaden noch mehr. Wir könnten Energieeffizienz, angesammelte Energie wird um 50% erhöht oder Ultraseelenverbindung. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt 2 Lebenszellen wieder her. Das klingt eigentlich gut. Zumindest so, wie wir bislang spielen. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht hier oben herausgefunden, was denn dort zu tun ist. Ob wir denn doch nochmal da hinten gucken? Wir gehen nochmal nach links gucken. Ich weiß nämlich eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr richtig, was denn da zu tun war. Ah ja, du. Du willst mich verarschen, alles klar. Schön. Du auch. Schön. Ich freue mich. Ah, kratzen. So, haben wir das schon mal. Und dann gehen wir nochmal hier hinten gucken. Und wir drücken X. Das Element der Wärme liegt hinter den Toren des Horobergs. Um dorthin zu kommen, müssen wir den Sonnenstein hoch oben auf dem Gipfel des Trauerpasses finden. Der Trauerpass. Wo ist denn der Trauerpass? Da wollen wir ja hin. Finde das... Ja. Wir speichern mal gerade hier. Okay, da gibt es auch nichts, was wir noch irgendwie erkunden könnten. Schwierig, schwierig. Was denn dort jetzt tatsächlich zu tun ist? So, Tschüssikowski. Einmal hoch. Und zweimal hoch. Dreimal hoch und das reicht. Und wir laufen und holen uns erstmal das hier. Das ist gut. Dann können wir erstmal speichern. Verdammt. Wohoho. Ein kleiner Drecksack. Vielleicht versuchen wir den mal kaputt zu kriegen. Warte mal. Nein! Okay. Dann machen wir erstmal so. Ich versuche mal den kaputt zu kriegen. Vielleicht lässt er ja was fallen, was für uns von Nutzen sein könnte. Ah, verdammt.
Das war klar. Okay, also immer gucken nach links, wenn es entsprechend geht. Oder in die Kuhle wäre auch eine gute Idee gewesen. So, der ist weg, aber das bringt uns leider gar nichts. Scheiße. Wo könnten wir noch etwas vergessen haben? Ich meine, da unten... Man, unser Ziel ist immer noch, finde das Gumon-Segel, das im Nebelforst versteckt ist, deswegen... Okay, wir versuchen es nochmal. Wir gehen nochmal hier nach oben. Verdammt. Egal, der Gegner ist ja noch besiegt, das ist gut. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Hoch. Und hoch. Okay, da sind wir schon mal. Und Tschüssikowski. Das bringt uns aber überhaupt nichts. Das ist der Ginsobaum. Wir sind im Hohlhain. Ah, muss ich echt nachgucken, wie man da genau weiterkommt? Wir gehen nochmal gerade hören, was wir genau brauchen. Weil irgendwie... Okay, das Element der Wärme liegt hinter den Toren des Horubergs. Um dorthin zu kommen, müssen wir den Sonnenstein hoch oben auf dem Gipfel des Trauerpasses finden. Trauerpass. Aber wo haben wir hier einen Trauerpass? Dornensumpf? Ginsobaum. Das war's. Mehr haben wir hier nicht. Das ist die Waldsenke. Was ich mich auch frage, kommen wir überhaupt nochmal komplett zurück? Weil offenbar geht es ja hier nicht richtig weiter. Aber interessant wäre es ja dann, ob es hier... Oh, so, tschüssi. Ach, verdammt. So, da sind wir wieder hier. Ah, dann gehen wir hier nochmal runter. Ja, natürlich. Naja, egal.
Da geht nichts. Ist ja auch nichts. Oh, herrlich. Okay, das ging ja halbwegs. Dann gehen wir jetzt nochmal runter, rechts. Oh, verdammt. Mal abspeichern. Schön. Dann gehen wir nochmal nach unten. Und schauen nochmal... Ja, genau. Was es dort unten denn noch gibt. Und damit kommen wir wieder hoch. So. Verdammt, das hat nicht hingehauen. Okay. Nein, 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 nein. Haha. Okay, dann gucken wir erstmal hier, was es dort noch gibt. Ah. Eine Lebenszelle, jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszellen. Um deine Überlebenskraft zu steigern. Schön. Bringt uns allerdings auch nicht wesentlich weiter. Aber ich sag's nur. Ach, verdammt. Ja, also da sehe ich eigentlich jetzt keine Möglichkeit. Da unten durch könnten wir mal noch schwimmen. Nochmal Luft holen und dann schnell, so schnell wie es geht, eben hier durch. Kann das ja eigentlich im Endeffekt auch zumindest nicht komplettes Rätsels Lösung sein. Dass wir dahin müssten. Ah gut, ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Wir gucken mal. Boah. Das war aber... Nein. Okay, ich würde sagen, ich beende den Part hier und bevor wir dann jetzt noch einen Part verplempern, schaue ich mir mal an, wie wir genau hier oben das Ganze hinbekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Ori and the Blind Forest. Bis dahin, tschüss!